Und somit willkommen zurück zur finalen Folge von Case in the White Mask. Heute machen wir jetzt nur noch das Karottenland ohne Schaden. Vulkanischer Stern ist das erste Level. Und dann haben wir das Spiel komplett einmal durchgespielt, einmal auf Zeit und jetzt sogar am Ende der Folge auch überall in jedem Level ohne Schaden. Let's go! Versuch Nummer 4. Vielleicht klappt es jetzt. Ich kann mich mal in den ersten drei Versuchen zur Maske, die jetzt gleich kommen wird. Ist schon ein bisschen peinlich. Zack. Zack. Mal rüber, ja, da auch aufpassen. Schon habe ich einen Rekord. Ja, ah, da ist schon. Jetzt hier genau achten. Wir brauchen ja nicht schnell, ne? Wir können einfach hier entspannt lang fliegen. Den gleichen Trick anwenden. 4 auf Zeit auf. So, jetzt hier hinterher, ja. Den einmal zerstören. Diese Scheiße hier. Es kommt nachher auch noch eine Stelle. Okay, hier warte ich. Hier fliege ich durch wie ein Verrückter. Das ist jetzt so die zweite Stelle. Ich glaube, ich komme dann doch noch in die dritte. Ja. Okay, die drehen sich im Kreis, ja. Genau, jetzt hier einfach oben lang. Extra Runde drehen und dann weiter. Ja, es kommt gleich Ziel, ne? Ja, einmal kurz abwarten, ne? Ein Zyklus. Oh ja, flieg, 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 flieg. Okay, es geht. Vierte Versuche los. Ist in Ordnung. Und weiter geht's. Husker Hurricane. Da haben wir schon die Krone gesehen. Haben wir geschafft. Und schon sollte es jetzt doch auch nochmal möglich sein. Versuch Nummer 5 habe ich jetzt hier. Dauert schon mal länger als das erste Level. Einfach runter, genau. Dann einmal bauen. So. Genau. Jetzt hier schnell hoch. Und dann habe ich auch schon Checkpoint. Ja. Genau, hier können wir einfach runter, haben wir ja schon gelernt. So, jahu, und rüber, ne? Ja, wo bin ich jetzt in Tod gegangen? Hier noch lange nicht. Hier war jetzt das A, okay. Ach, hier wurde ich getroffen bei dem Viech.
Also ja, fast beim Set war das. Wow, war das knapp, glaube ich. Ja, und da vorne ist das Ziel. Oh yes. Ja, auch so bitte 4 Minuten jetzt für das erste Level. Gelee-Höhle. Ja. Das war das Level. Ah, es könnte sogar Fest 2 werden. Komm, gönn dir. Von gleich wahrscheinlich Versuch 10 kommt erstmal hier der 9. Vielleicht ist es jetzt der Run. Einfach rüber. Sag einfach. Perfekt alles getimed. Eigentlich. Bis hierhin schon kein Problem. Hier rechts halten, sonst fahren wir da runter. Und hier einfach hinterher laufen, das Z haben wir noch. Also nicht mehr weit. Komm rein, oh. Okay, geschafft. Perfekt abtimen. Und dann in. Ja, sehr schön. Weiter geht's zum nächsten Level. Ein paar haben wir jetzt noch. Seilechse. Oh nein, das mit dem auf dem Seil laufen, ne? Oh. Das wird bestimmt über 10 Versuche hinausgehen. Mal schauen, wie viele Versuche wir brauchen. Nummer 7. Ich quäl mich hier durch die Level. Unfassbar. Warum tue ich das nochmal? Muss wieder langsam ins Gehirn eingebrannt werden. Ablauf des Levels. Und genau so. War jetzt nicht so geplant. Jetzt war ich schon lange nicht mehr hier beim Checkpoint. Und das weiß ich jetzt endlich wieder. Ja, auch sehr schön. Jetzt oben, runter, hoch, runter, runter. Dann hier hoch. Okay, ist noch ein kleines Stückchen, aber okay, jetzt kommt die letzte Passage. Oh yes, geschafft, sehr schön. Puh. Am besten da drüber oder drunter springen. Nice.
Meine Frage stellt sich trotzdem, wenn ich nach dem Checkpoint direkt in den Abgrund springe, ohne getroffen zu werden, ist wahrscheinlich trotzdem mit Schaden, ne? Weil ich ja tot gern bin. Naja, das werden wir nie herausfinden. Ist jetzt auch egal. Verfutter sie. Nächste 2 Minuten circa. Aber das letzte Level doch nicht. 10 Versuche oder mehr gebraucht. Das ist doch schon mal gut. Der erste Versuch war schon fast geschafft, ey. Schwierige Musik, ey. Ja, verschwinde. Ich brauche ja nicht schnell machen. Hauptsache ans Ziel ankommen. Ohne ein Treffer. Zu allein. Bumm. Jetzt mal hier kurz Pause machen, ne? Fast, ne? Das war sehr riskant jetzt hier. Ziel. Ziel. Puh, ganz entspannt jetzt noch. Aber gleich kommt noch das letzte Level. Das ist Bombe. So, Schaltkreissprünge. Zum nächste. Dann das mit dem Lava da noch und dann das letzte. Puh. Aber ohne Schaden schon geschafft. Und zweiter Versuch. Nervig, wenn man kurz am Ende stirbt, ne? Level schon so lang. Ich dachte echt, mit dem ersten Versuch schaffe ich es. Schade. Voll konzentriert, ich werde jetzt keinen Fehler machen. Okay, nice. Checkpoint. Ich saß an diesem Level auch sehr lange. Deswegen kennt man das schon auswendig. Und letzte Abschnitt jetzt hier. Wir müssen ja auch direkt dann rüber. 1, 2, 3, zack und dann rüber. Sonst geht's nicht. Noch einmal springen, landet man unten.
vorne ist jetzt das Ziel, komm. Ich krieg nicht noch so einen blöden Fehler hier. Und dann rein. Zweiter Versuch. Einfach ganz entspannt durchgezogen. Puh. Ja, zwei Level noch und dann den Endboss. Heiße Zahnräder und Schatz. Die Krone war schon da. Machen wir die eine Stelle genauso wie sonst auch immer. Ich ducke jetzt hier lieber, als irgendwie dann zu rüber zu kommen. Lieber auf Sicherheit machen. Boah, war es knapp. Jetzt müssen wir einmal auf die Plattform, genau. Und direkt zum Checkpoint. So. Den Buschland brauchen wir jetzt nicht. Zwar, ja, wir machen es genauso wie sonst immer. Genial. So, jetzt auch schon gleich da. Jetzt lauf das Ziel. Jetzt noch mal ein Fest 2 geschafft. Cool. Wir wollen ja schnell jetzt zum letzten Level und uns da jetzt quälen lassen. Kugelaufzug. Keine Minute, ne? Dauert das Level und mal schauen, wie lange ich brauchen werde. Erst Versuch 31. Okay, jetzt mache ich das auf Zeit. Naja, okay. Vielleicht klappt ja jetzt. Das kann man genau abschätzen, wann was kommt, ne? Okay, war es jetzt ganz anders auf einmal. Hä? Ich jetzt einfacher durch. Nur letzte Phasen hier. Easy going, Alter! Springen! Yes! Ohne Schaden! Welcher Versuch? 32 oder so? 93, 32, ne? Oh, und wir mussten die Zeit mitnehmen. Damit wir es schaffen. Ja, nice. Sehr schön. So. Fast 56 Minuten. Den Endboss habe ich ja schon ohne Schaden geschafft. Den werde ich dann wahrscheinlich jetzt aus der einen bestimmten Folge hier einschneiden. Oder ich werde auf jeden Fall noch weiter versuchen, nochmal zu schaffen. Aber ich denke mal nicht. Deswegen sehen wir uns sofort wieder. Aber ich probiere es jetzt mal. Entweder schneide ich das rein oder nicht. War ja ein ziemlich langer Kampf. Vielleicht jetzt hier First 2. Wir kennen den ja noch, deswegen. Nummer 4.
wahnsinniger. Ja, perfekt. Zeit wäre das jetzt nicht mal. Nein, es ist Zeit gewesen auf jeden Fall. Na komm, gönn mir noch einmal den ohne Schaden, ja? Ich bin auch den Versuch auch von Anfang an gezeigt oder nicht? Ich glaube nicht, ne? Nur hier rüber. Und dann einfach runter. Sehr schön. Knapp hier. An links war der erste. Rechts war wieder links. Jetzt kommt das ja in der Mitte, ja. Einer noch, komm. Ja, perfekt. Jetzt noch kurz hier laufen, dann war es das auch schon. Yes. Komm, gönn mir. Okay, aber hoch. Und hier warten wir jetzt auf den Typen. Und dann einmal bam in your face. Ja, wir haben es geschafft. Was ist das? Fünfter oder sechster Versuch? Ich weiß nicht, muss ich nochmal reinhören. Jetzt wir überspringen das auch. Habe ich, brauchte ich doch nicht reinschneiden. Sehr schön. Das überspringen wir auch, weil es das nächste Mal ist. Wir kriegen dafür aber nichts, weil wir hatten ja jetzt schon alle Level geschafft. Deswegen, was ist das jetzt mit Cave and the White Mask, guys? Ich lasse das jetzt nochmal gleich durchlaufen, einfach. Diese Aufnahme ist jetzt schon über eine Stunde, das ist Wahnsinn. Einmal komplett durchgespielt haben wir es. Danach alle vier Welten mit die alle Level auf Zeit geschafft und dann jetzt die letzten vier Folgen sogar ohne Schaden. Da waren schon einige nice Sachen dabei, auch ein paar First Tries, aber auch hier und da mal ziemlich lange gebraucht. Aber kein Level war über 30 Minuten oder so, ne? Das war also gar nicht, gar keine Level waren ziemlich lange. 10, 15 Minuten vielleicht das Maximum. Aber das war's dann auch schon. Schön. Hat sehr viel Spaß gemacht. Schönes Spiel. Ich lasse jetzt noch hier die Credits zu Ende laufen. Und dann hören wir uns gleich am Ende nochmal wieder.
Okay, das war's dann auch schon mit den Credits zum zweiten Mal. Thanks for playing. Ja, kein Problem. Haben wir gerne gemacht. So, das war's dann auch schon mit Cave in the Wild Mask. Komplett dreimal durchgespielt. Es gibt leider nichts Besonderes jetzt hier. Welt 4-9, ja, ist der Boss halt. Nichts Spezielles, keine Krone hier irgendwie bei dem beim Auswahl. Ja, sehr schade. Bedanke mich trotzdem herzlich fürs Zuschauen. Sag mir nur noch, ich glaube, was ihr bleibt. Fit und schön und ciao. Like nicht vergessen.